Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal anders. Nicht wie sonst, ich bin hier ungeschminkt und wir schminken uns, sondern ich habe schon ein bisschen Make-up drauf, denn ich habe mir dieses Mal ein bisschen was anderes ausgedacht. Und zwar entsteht dieses Video in Zusammenarbeit mit Lubella. Vielleicht kennt ihr sie. Sie ist eine ganz, ganz tolle YouTuberin, die sich auch auf Drogerie-Make-up fokussiert hat. Hier sogar aus Berlin. Und da freue ich mich natürlich ganz doll drüber, dass wir dieses Video mehr oder weniger gemeinsam machen. Eigentlich hätte sie auch hier sein können, aber wahrscheinlich werden wir das Ganze nochmal nachholen. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was könnte euch interessieren. Und wir kamen so ein bisschen auf den Gedanken, dass es vielleicht mal ganz spannend sein könnte, unsere Top 10 Drogerie-Favoriten von Rossmann euch vorzustellen. Und uns war es vor allen Dingen auch super wichtig, dass wir nicht nur Make-up nehmen. Weil ihr seht bei mir sehr, sehr viel Make-up. Bei ihr kriegt ihr wirklich viele Informationen zu anderen tollen Drogerieprodukten. Bei mir ist es eher so Make-up-lastig geworden. Und ich glaube, dass es mal ganz spannend sein könnte, für euch zu sehen, was Maxim Giacomo sonst auch so bei seinem fast tagtäglichen Drogerie-Einkauf kauft. Deswegen habe ich wirklich lange überlegt, welche sind meine Top 10 Produkte. Und einige werdet ihr kennen, einige, da werdet ihr euch sicherlich denken, what? Ich habe sogar überlegt, ob ich Kekse mit reinnehme. Dabei seid und würde mich auch freuen, wenn ihr nach diesem Video zu Lubella auf den Kanal geht. Denn wir haben in unseren beiden Videos natürlich wieder ein Gewinnspiel. Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox. Aber lasst ihr gerne ein bisschen Liebe da. Ist eine ganz, 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 ganz tolle Maus. Ich liebe ihre Videos. Ich habe ja schon mal mit ihr mehr oder weniger zusammengearbeitet in einer Videowoche mit 4 bzw. 3 anderen Creatorinnen. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Ihr seht, ich bin tatsächlich schon mehr oder weniger geschminkt. Ich werde es diesmal so machen, dass ich euch auch Einblendungen mache, dass ich wirklich mich auf das Reden konzentrieren kann und euch dann in einem Insert die Produkte zeigen kann. Preise blende ich euch ein und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Falls du hier neu bist, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das kostet dich nichts. Ich bin mindestens 3-mal die Woche hier. Und diesen Monat sind wirklich unglaublich viele coole Videos entstanden. Mit Danny, mit Lubella, nächste Woche Mittwoch mit Özlem von El Angelo. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid und zur Giacomo Army dazugehört. Wir starten mit einem Produkt, was jetzt noch perfekt so für die heißen Tage ist. Aber bei mir eigentlich auch im Winter, wobei, also vor allen Dingen, wenn es heiß ist, ist das ein Produkt, auf das ich nicht verzichten kann. Und zwar ist es das Ena Bio Kokoswasser Natur. Ich habe früher, als ich klein war, konnte ich immer ganz, ganz viel verreisen mit meinen Eltern. Und das Schönste für mich in den Urlauben war, immer aus einer frischen Kokosnuss etwas zu trinken. Und diese Kindheitserinnerungen kommen immer wieder hoch, wenn ich Kokoswasser trinke. Und mir ist es ganz wichtig, dass das Ganze Fairtrade und Bio ist. Und da hat Rossmann die perfekte Version. Und zwar ist das einfach 100% natürliches Kokoswasser. Kokosnuss ist genauso wie heißt das? Das Grüne, Koriander. Manche mögen es, manche hassen es. Ich liebe es. Und vor allen Dingen im Sommer, wenn es so richtig, richtig heiß war, das in den Kühlschrank, 2, 3 Eiswürfel rein und ihr seid wirklich erfrischt. Da sind super Mineralstoffe mit bei und jedes Mal, wenn ich bei Rossmann bin, nehme ich mir mindestens eins davon mit, weil ich dann so Durst bekomme und so Lust darauf bekomme. Ist super gesund, sind viele Mineralstoffe mit drin und das ist so ein Produkt, das ich sehr, sehr gerne einfach mal so mitnehme. Was recht neu dazugekommen ist, und das ist mein Geheimtipp, glaube ich, aus diesem Video für Nicht-Make-up-Produkte, ist diese Handseife. Das ist eine Aromaseife von Isana, die Orange und Sandelholz. Und ich muss dran riechen. Ich habe sie jetzt neu gekauft fürs Video, weil ich fülle meine meistens immer ab. Ich weiß nicht, ob ihr Aesop kennt. Aesop ist so die Handseife für die Reichen. Die zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Can't relate. Das ist eine, die Original ist eine Seife, sehr, sehr bougie. Im Prinzip sieht sie so ähnlich aus, nur mit einem anderen Label. Aber der Geruch von Aesop ist fantastisch. Wir haben auch hier Aesop-Läden, aber Boys and Girls, never, never, ever, ever gebe ich 35 Euro für eine Handseife aus, die mir die Hände wäscht. Das kriege ich auch mit. Was hat die gekostet? 2 Euro, 1,99. Ein wundervoller Duft mit Orange und Sandelholz. Ich liebe ja Sandelholz selber. Und vor allen Dingen jetzt, wenn es dann hoffentlich bald so ein bisschen wieder kühler wird, das gibt mir so richtige
Winter Wonderland Vibes. Es gibt es auch noch in Blutorange und Magnolie, glaube ich. Aber das ist wirklich dieser 1 zu 1 Aesop-Geruch, den ihr in teuren Hotels, den ihr in teuren Restaurants oder an, ja, in Läden, wo alles eh ein bisschen teurer ist, da steht dann auch meistens die Aesop-Seife. Habe ich gar kein Verständnis für. Die riecht nämlich 1 zu 1 genauso. Sie schäumt schön, sie macht schön sauber. Und alleine dieser Geruch gibt mir einfach diese Entspannung. Ich bin wirklich so ein Duftmensch, ich liebe alles, was gut duftet im Gesicht. Ich weiß, Duftstoff ist immer was Schwieriges. Beim Händewaschen ist mir das aber völlig egal. Es riecht schön, wenn ihr warmes Wasser benutzt und dann steigt das so auf und auch unter der Dusche, wenn man sich das so ein bisschen in die Hände macht. Man ist richtig entspannt. Das riecht wie Spa und ein bisschen Sauna und ein bisschen Weihnachten. Ganz, ganz tolles Produkt. Kommen wir zu meinem ersten Make-up-Produkt und das ist, glaube ich, keine Überraschung. Und zwar ist das die Eyebrow Pomade von Rival Loves Me. Rival Loves Me ist die Rossmann Eigenmarke und das ist wirklich das 1 zu 1 Dupe zu Anastasia Beverly Hills. Ich würde es sogar besser als Anastasia Beverly Hills betiteln. Wir haben hier nämlich auch hier, das ist eine neue Version. Das Ganze kommt in einem ganz klassischen kleinen Glastiegelchen und ihr habt hier einen Sicherheitsverschluss mit dran, damit das Ganze nicht austrocknet. Das ist jetzt die hellere Farbe und ich benutze die im Moment ganz gerne, um mit einem kleinen, ganz, ganz dünnen Pinsel hier reinzugehen. Das ist jetzt eine ganz, ganz neue und einfach so ein bisschen aufzufüllen. Die hält den ganzen Tag, die ist super cremig, super pigmentiert und emotional hänge ich da auch so ein bisschen dran. Ich weiß nämlich noch, als es sie das erste Mal in einer LE gibt und ich sie benutzt habe und sie kurze Zeit später danach völlig ausverkauft war, weil ihr total ausgerastet seid und daraufhin ist sie auch ins Standardsortiment gekommen. Also wirklich ein sehr, sehr solides Produkt, falls ihr auf Augenbrauenpomade steht. Ich wechsle gerade wieder so ein bisschen von Stift zu Pomade, weswegen ich sie auch mit reingenommen habe. Von Rival Loves Me gibt es aber auch einen sehr, sehr guten Augenbrauenstift. Und ganz ehrlich, bei 2,29 € im Vergleich zu 30 €, das sind so Sachen, da kann man wirklich getrost sein Geld sparen. Weil ich finde, sie hält besser und wenn die austrocknet, das kann Anastasia Beverly Hills nicht verhindern. Genauso wie Rival Loves Me es nicht verändern kann, tut es mir bei 2,29 € nicht so doll weh wie bei 32 €. Und ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Ich benutze die sehr, sehr gerne in der helleren Nuance. Ich finde, es sieht immer so ein bisschen natürlicher aus. Vor allen Dingen vorne gehe ich dann mit der Pomade lang und kann mir das so richtig schön ausbuffen. Und hinten gehe ich dann meistens mit einem etwas dunkleren Stift einmal durch. Ich habe es euch eben eingeblendet. Sehr, sehr gutes Produkt. Gibt es auch in einer dunkleren Farbe. Und 2,29 € ist einfach unschlagbar. Das ist eh sowas bei Rossmann, das ich ganz besonders schön finde. Die Preise sind einfach super gut. Vor allen Dingen die Rossmann Eigenmarken. Wir haben uns auch diesmal wirklich auf, oder zum Großteil auf die Rossmann Eigenmarken bezogen, weil es sie auch wirklich exklusiv nur bei Rossmann gibt. Und ich habe so eine, ich weiß nicht, Rossmann ist gleich bei mir ums Eck und ich gehe da gerne hin und schlendere da einfach mal durch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist, ob ihr da auch so, ja, auch gerne einfach mal Zeit drin verbringt. Ich finde, da gibt es immer was Neues und immer was zu entdecken. Als ich die gefunden habe, ich musste sofort sie einstecken und zu Hause, ich war noch nicht mal aus dem Laden raus und musste sofort dran riechen, weil ich so aufgeregt war. Mit der Maske ist es ja im Moment nicht so einfach, beziehungsweise nicht so schön, das dann runterzuziehen und dann dran zu riechen, aber weiß ich nicht. Ich bin da ein ganz, ganz großer Fan von. Die letzten Wochen hat mich ein Produkt ziemlich gut durch den heißen Sommer gebracht. Und zwar ist das das Isana Wasserspray. Das ist für Gesicht und Körper. Hier steht auch zum Make-up fixieren drauf. Ich hatte vor ein paar Tagen einen ziemlich großen Eklat auf TikTok. Deswegen ausgelöst, weil eine Zuschauerin von TikTok hatte mich gefragt, ob ich ihr Drogerie-Setting-Sprays empfehlen kann. Und ich hatte aber auch Fixing-Sprays mit drin. Und daraufhin ist ein riesengroßes Drama in den Kommentaren entstanden, was der Unterschied zwischen Fixing und Setting-Sprays mit ist. Das ist kein Fixing-Spray, das ist ein Setting-Spray. Setting-Spray sorgt einfach dafür, dass diese pudrige Textur auf dem Gesicht verschwindet. Es legt sich rauf, das ist wirklich nur Wasser. Ja, und Nitrogen, also Wasser. Das sorgt dafür, dass sich die Puderpartikel so ein bisschen besser mit der eigenen Haut verbinden. Ein Fixing-Spray sorgt dafür, dass das Make-up länger hält. Also das fixiert nicht, das settet das, aber ich wüsste nicht, wie man das hätte besser auf Deutsch aufschreiben können, als auch zur Make-up-Fixierung geeignet. Ansonsten ist das immer so ein Ding, das habe ich, wenn ich vielleicht mal rausgehe, mich mit Freunden im Park getroffen habe oder so, oder im Restaurant, einfach so ein bisschen
auf die Beine. Das Schöne bei diesem Sprühkopf ist übrigens, das ist ein durchgehender Sprühkopf. Das heißt, ihr müsst nicht pumpen, dass das so ungleichmäßig raufkommt. Es gibt das auch mit Duftstoffen, aber ich finde, das ist ohne besser, weil man das einfach mal schnell so ein bisschen übers Gesicht geben kann. Es erfrischt, es kühlt, es ist wie Schwitzen, nur halt ohne Schweiß. Und das auf dem Arm. Ihr habt ein richtig erfrischendes Gefühl. Ich habe sowas auch immer hier bei mir stehen, einfach für zwischendrin. Hier oben ist es super, super heiß bei mir. Vor allen Dingen, jetzt ist es mittlerweile 14.30 Uhr schon. Normalerweise drehe ich ja immer morgens hier, vor allen Dingen im Sommer, weil die Sonne hier dann reinscheint. Und mit den ganzen Kunstlichtern ist es hier unausstehlich. Deswegen habe ich hier immer so ein Ding. Jetzt verrate ich euch meine Geheimnisse, ne? Nehm dann mein Beinchen. Au, aua. Nehm dann mein Beinchen. Und sprühe meine Beinchen mit an. Das kühlt dann immer so ein bisschen. Ne? Aber verrate das bitte keinem weiter. Das ist jetzt unser kleines Geheimnis. Zur Grundierung benutze ich gerne ein Produkt auf Empfehlung von Shenya von Incipedia. Das ist das Isana Pure Serum. Feuchtigkeitsspendend, intensivpflegend mit Hyaluron und Panthenol. Ohne Duftstoffe, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Paraffine und ohne Mikroplastik. Das ist im Prinzip einfach ein sehr dickflüssiges Gel. Ähnlich wie so ein Hyaluronsäuregel. Kein Duft, sehr, sehr kühlend. Ich habe das gerne im Kühlschrank und gebe mir das nach dem Abschminken einfach mal direkt ins Gesicht. Das zieht sehr schnell ein, ist eine perfekte Grundlage für euer Make-up, wenn ihr so ein bisschen trockene Stellen auf eurer Haut habt und empfindliche Haut habt. Das ist ganz, 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 ganz toll. Also ich bin ein großer Fan von. Sowas finde ich persönlich immer spannend. So ein Multifunktionsprodukt. Hautpflege, Panthenol ist super, vor allen Dingen bei mir hier, wenn ich mich rasiere, sorgt es einfach dafür, dass sich das alles ein bisschen entspannt. Es wird nicht wirklich, es wird gar nicht klebrig, aber die Haut ist danach super prall. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied sehen könnt. Hier habe ich es drauf und hier ist die Haut so ein bisschen matter. Also es gibt so einen schönen frischen Glow auf die Haut, ohne speckig auszusehen. Auch wenn ihr so ein bisschen Mischhaut oder ölige Haut habt, kann ich euch das empfehlen, weil das Make-up da drauf viel, viel schöner sitzt und sich viel besser verblenden lässt. Und das war auch die perfekte Überleitung zu meinem liebsten Make-up. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation. Feuchtigkeit spendend, kaschiert Falten und Linien. Ich habe sie auch heute drauf. Ich habe das Make-up heute Morgen um 6.30 Uhr gemacht. Mittlerweile ist 14.30 Uhr. Also es ist frisch. Es hält den ganzen Tag. Ich habe eben sogar ein Nickerchen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr hier noch meine Abdrücke seht. Es hält. Und es kostet einfach nur 3,99 Euro. Freunde, das ist für das, was es ist, ein Witz. Ich vergleiche es immer wirklich mit der Dior Forever Skin Glow Foundation. Auch die ist parfümiert. Ich finde den Duft hier aber nicht so schlimm. Ich habe vielleicht von 100 Kommentaren, die diese Foundation lieben, 2 Kommentare gehabt, die sie nicht so gerne mögen, aufgrund des Duftes. Aber für 3,99 kann man es wirklich einmal ausprobieren. Sie hält den ganzen Tag. Sie lässt sich ultra schön auf der Haut verblenden und aufteilen, weil sie sehr, sehr dünnflüssig ist. Ich zeige euch hier mal, wie flüssig die Foundation ist. Einfach 2-3 Punkte aufs Gesicht. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr etwas reifere Haut habt, ist das eine Foundation, die ihr sehr, sehr gut benutzen könnt. Allerdings nehmt dann ein bisschen weniger, glaube ich. Ich benutze immer sehr, sehr viel, einfach für einen Full-Coverage-Effekt. Ansonsten 1:1 Dupe, eigentlich noch viel, viel besser als die Dior Forever Skin Glow Foundation. 3,99 habe ich jetzt 10-mal gesagt, aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Ein Eigenmarkenprodukt von Rossmann hat für mich persönlich alles andere in den Schatten gestellt. Ihr wisst, wie sehr ich diese Foundation liebe, aber ich muss es auch nochmal hier sagen, die Shade Range ist hundsmiserabel. Ich hoffe, dass Rival de Loop da so ein bisschen noch dran arbeiten kann zukünftig. Das sind natürlich die Farben, die am meisten verkauft werden. Aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass man noch 3, 4, 5 Farben dazu macht und die dann mindestens online im Sortiment hat. Ich habe die 4, trage ich auch heute, passt perfekt zu meiner Haut. Und dann haben wir noch ein Produkt. Auch das ist so ein persönlicher Favorit von mir, weil auch das ein Produkt ist, was wir mehr oder weniger gemeinsam als Community ins Standardsortiment gebracht haben. Das ist der Rival Loves Me Tropical Bronzer. Ich hatte ihn euch neulich in einem Video gezeigt. Das ist jetzt auch hier neuer, dass ihr wirklich ein schönes ästhetisches Bild habt. Ein 1:1 Dupe zu dem Benefit Hoola Bronzer, aber nicht so warm, sondern ein Stückchen kühler. Der riecht so ein bisschen nach Schokolade, ein bisschen tropisch. Es gab mal eine LE und das war die Chocolate Lovers LE. Oops, no.
Das ist genau derselbe, würde ich fast sagen. Ich habe ihn jetzt in der Farbe Light und wir tragen uns auch gemeinsam auf. Ich habe extra keinen Bronzer heute Morgen benutzt. Ich nehme hier einen normalen Pinsel. Zu dem Pinsel komme ich gleich. Der ist super fein gemahlen und dann gepresst. Lässt sich perfekt auf eurem Gesicht auftragen, ohne fleckig zu werden. Gibt es in zwei verschiedenen Farben. Mir persönlich reicht der helle, der andere ist mir schon fast zu dunkel. Also ihr solltet da definitiv eine gute Option haben. Und ihr seht, ich würde ihn ähnlich mit dem Hatice Schmidt Bronzer, also dem ersten mit Love, zusammensetzen. Wunder, wunderschön. Auch der kostet 2,99. Ihr habt 6 Gramm Produkt mit drin. Er riecht toll, er lässt sich gut auftragen und er hält den ganzen Tag. Also er ist den ganzen Tag tatsächlich im Gesicht. Und gibt der Haut einfach so einen schönen sonnengeküssten Glow, ohne glowy zu sein und ohne zu warm zu sein. Also falls ihr den noch nicht ausprobiert habt, probiert ihn aus. Der Tropical Bronzer von Rival Loves Me ist einer meiner absoluten Bronzer-Favoriten und Rossmann-Favoriten. Und dann habe ich noch ein weiteres Produkt aus der Kategorie nicht unbedingt Make-up, die für mich aber als YouTuber so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, essentiell sind. Und zwar sind das die Domol-Hygienetücher. Desinfektion und Reinigung beseitigt 99% der Bakterien. Ich habe hier immer ein Paket bei mir hier oben liegen, um alles so ein bisschen sauber zu machen. Ich nehme einfach dann immer ein Tuch und wische meine Produkte damit ab. Weil dadurch, dass ich hier sehr, sehr viele Produkte drin habe und viele Produkte auch recht lange habe, möchte ich, dass sie so hygienisch wie möglich sind. Ich gehe dann hier einfach rüber. Ihr könnt damit sogar übers Produkt gehen, einfach so ein bisschen rüber sauber machen und dann die Oberfläche reinigen. Ist perfekt, um dieses Geschmiere sauber zu kriegen. Entfernt das Make-up sehr, sehr gut und es macht es nicht steril, würde ich jetzt sagen, aber es macht schon wesentlich sauberer und gibt mir persönlich einfach ein gutes Gefühl. Und vor allen Dingen gehe ich da mit Pinseln rein. Ich benutze zum Beispiel hier immer so einen kleinen Pinsel zum Color Correcten und den will ich nicht jeden Tag auswaschen. Und dann nehme ich den Pinsel und gehe hier durch. Ganz, ganz wichtig, kleiner Disclaimer dabei, das könnt ihr nur mit synthetischen Haaren machen, die nicht, also die keine echten Haare sind, weil sonst macht ihr euch die Pinsel kaputt. Aber bei synthetischen Pinseln ist das gar kein Problem. Gibt einfach so ein bisschen besseres Gefühl, finde ich. Oder wenn ihr als Make-up-Artist arbeitet, ist das immer gut, sich die Hände damit schon mal so ein bisschen zu desinfizieren, den Pinsel einfach noch mal ein bisschen sauber zu machen oder hier den Schminktisch ein bisschen sauber machen. Ich habe euch schon mal meinen Platz gezeigt, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Produkte verwende und sehr, sehr viele Puderprodukte verwende, ist hier immer so eine grundlegende Staubschicht an Bronzer und Make-up in meiner Hautfarbe. Ist auf jeden Fall nicht so schön und gibt mir einfach so ein Hygienegefühl. Auch die sind nicht teuer, kosten 1,99. Sind 40 Tücher mit drin, hält mir einen Monat ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann habe ich noch zwei Produkte für die Lippen und jetzt wird es spannend, denn die trage ich mit euch gemeinsam auf. Die hatte ich euch neulich schon gezeigt. Und zwar sind die von Rival Loves Me, die Stay Forever Lip Glosse, Long Lasting 24 Stunden. Die halten extrem gut. Die sind ähnlich wie die von NYX, aber sie haben eine sehr, sehr schöne Farbauswahl. Und ich habe hier die Farbe Cinnamon Brown und gebe mir die als erstes einmal auf. Ihr seht, das ist meine perfekte Lippenfarbe. Jetzt ist er noch so ein bisschen glossy. Der trocknet gleich runter. Und dann könntet ihr, wenn ihr wollt, mit der anderen Seite rübergehen. Und da habt ihr einfach einen klaren Gloss. Und das Verrückte bei diesem Produkt ist, das Matte, das hält und der Gloss, der schmiert nicht ab. Wenn ihr wirklich einen langen Effekt haben wollt, die Kombination aus beiden ist perfekt. Wenn ihr nur den benutzt, dann könnte das eventuell ein bisschen zu trocken sein. Deswegen würde ich immer sagen, wenn es langanhaltend sein soll und nicht so Gloss-Gloss sein soll, nehmt auf jeden Fall die helle Seite. Aber auch hier, der Preis ist wirklich unschlagbar. Es gibt wunderschöne Farben. Ihr seht, er trocknet gerade so ein bisschen an und hat meine Lippenfarbe einfach nochmal so ein bisschen perfektioniert. Hält wirklich super lange, 24 Stunden. Er ist auf jeden Fall nicht so einfach abzukriegen, sagen wir es so. Und das ist für einen langanhaltenden Tag sehr, sehr gut. Aber ein Produkt, das hatte ich euch mal gezeigt, das ist schon Jahre her. Und ich habe es neulich erst wieder zufälligerweise für mich entdeckt. Und zwar sind das die Rival de Loop Hydro Shine Lipglosser. Das ist ein Lipgloss in Farbe. Das Packaging sieht ultra hochwertig aus und das gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Das Füßchen ist recht klein. Es ist nicht parfümiert oder nicht stark parfümiert. Also ich nehme jetzt keinen eigenen Geruch wahr. Und ich habe das hier auch in der Farbe Rosewood. Das ist ein perfekter Nudeton und ich muss ihn euch zeigen, wie ich ihn auftrage. Die Farben passen perfekt zusammen. Das ist eine sehr, sehr cremige Textur. Das ist natürlich jetzt nicht kussfest, so wie das einzelne Produkt von oben. Aber ich finde, das gibt einfach den Lippen nochmal diesen extrem plump Effekt. Und das ist das, was ich
so schade bei Kylie's Liquid Lipsticks fand. Kylie's Liquid Lipsticks sind ähnlich wie diese hier nur alleine, aber dadurch, dass ihr den Gloss und diesen Fixing Gloss ja noch mit rüber gibt, hält das wirklich super lange, sieht frisch aus, sieht schön aus und die Farbe, Tommy, wunderschön, oder? Also ich bin super verliebt in diese Lippenkombination, wenn es mal schnell gehen soll, wenn mal vielleicht nicht so viel Geld für einen neuen Lippenstift dabei ist oder wenn man einfach Team Günstmaus ist, muss man ja auch mal sagen. Hier 3, 4 € zusammen und damit kommt ihr eine Weile aus. Sehr, sehr gute Produkte und ich glaube, ihr hattet einen sehr, sehr guten Eindruck davon bekommen können, was ich so üblicherweise neben meinen Make-up-Favoriten, die ihr teilweise schon kennt, auch sonst so im Rossmann kaufe. Ich bin natürlich super gespannt, was die liebe Lubella in ihrem Video rausgeholt hat. Ich freue mich, wenn ihr rübergeht und ich freue mich, wenn ihr uns beiden einen lieben Kommentar hinterlasst. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!